Guten Tag, sehr verehrte Abonnenten, YouTuber und ja, ihr anderen, die ihr keinen Namen habt. Ich wollte nur mal mit diesem Video ankündigen, dass ich wiederkomme. Wer sich nicht an mich erinnert, ich war einst ein Let's Player auf YouTube. Vor einem Monat habe ich dann mir eine Auszeit genommen aus persönlichen Gründen. Und an dieser Stelle erstmal nachträglich frohe Weihnachten an euch alle. Nachträglich frohes neues Jahr an euch alle. Und nachträglich ein großes, riesiges, gewaltiges, gigantisches Danke an euch alle. Geile Aktion, Leute. Richtig geile Aktion. Ihr wart alle für mich da. Mit dem Video, wo ist Manister? Nur Likes, nur Verständnis, nur Treue. Geile Aktion. Ich habe mich riesig gefreut. Ich konnte mir eine Auszeit nehmen mit eurer Unterstützung. Und das fand ich echt super. Von allen Seiten gute Besserung, Manister. Hoffentlich geht's dir bald besser, ne? Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Super, super, Leute. Und zudem auch noch, hoffentlich Let's Playst du bald wieder. Das fand ich auch gut, denn ihr wollt mich auch als Let's Player zurück. Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Zwei wichtige Punkte. Zunächst einmal, mir soll's gut gehen. Habt ihr erfüllt. Und ihr wollt mich zurückhaben. Ja, habt ihr auch erfüllt. Ihr mögt mich scheinbar ein bisschen. Und das finde ich toll. Denn man Let's Playt ja auch nicht umsonst. Obwohl es nebenher auch natürlich sehr entspannt ist. Muss einem ja auch selbst Spaß machen. Und das tut es. Und ich bin jetzt halbwegs wieder fit. Also ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich meine Probleme in dem Sinne gelöst hätte. Aber mir geht's wieder besser. Und das ist der Punkt. Und nebenher habe ich auch gesehen, auf Xbox Live haben sich auch wieder die Leute immer mehr angesammelt. Ich weiß noch, kurz vor meiner YouTube-Karriere, vor meinem YouTube-Dasein, vor 6 Monaten war das, glaube ich. Da habe ich zufällig nebenher alle meine YouTube, Xbox Live-Freunde gelöscht. Die kannte man ja nicht. Alle um mich herum hatten eine PS3. Ich war der Xboxler. Und jetzt habe ich 40 Freunde auf YouTube, Xbox. Das ist eine schöne Sache. Ja, ihr könnt mir auch jederzeit eine Anfrage schicken. Kasiman, Kasiman. Und was ich auch besonders gut finde, ist einfach die Tatsache, dass ich habe eigentlich mit meinem Kanal das Ziel gehabt, mit Lord Manister das Ziel gehabt, sozusagen, ich habe immer so gemerkt, überall PS3-Leute. Ich habe nichts gegen PS3, also ist mir auch sympathisch, aber ich bin eben Xboxler und ich habe versucht, so ein bisschen die Masse zu einigen, sozusagen die Xboxler unter einem Banner zu vereinigen. Mit dem Kanal Lord Manister ist mir bis jetzt noch nicht wirklich gelungen. Aber ist schon ein netter Anfang mit den Freunden auf Xbox Live. Da hat sich schon eine nette Gruppe zusammen aufgebaut und finde ich echt super. Und ja, es ist auch, es ich finde es einfach so unglaublich, dass ihr es einfach mal toleriert habt. Na, toleriert, also dass ihr mir einfach die Zeit gegeben habt. Ich meine, ich war einen Monat nicht da, da kann man ja rummeckern als Abonnent, aber ihr habt es nicht getan und super. Und ja, dieses Du bist mein Lieblings-Let's Player, das hat mir natürlich weitergeholfen, das hat aufgebaut. Und auch einer meiner Lieblings-Let's Player hat mir auch noch gute Besserung gewünscht, der Sephiron. Da sage ich an der Stelle auch nochmal Danke, weil ist natürlich auch noch was, wenn einer der eigenen Lieblings-Let's Player auch nochmal gute Besserung wünscht. Deswegen riesengroßes, gewaltiges, ja, Dankeschön an euch, an alle meine Abonnenten, an euch YouTuber. Es haben mich auch sau viele irgendwie noch abonniert, also irgendwie 15 Leute oder so haben mich nur abonniert, obwohl ich nicht da war. Also das hat auch noch aufgebaut, weil das erweckt wenigstens so den Anschein, dass ihr meine Videos leiden könnt. Also auch die Älteren, ne? Und ja, ein riesiges Dankeschön an Sephiron, hat mir sehr viel bedeutet. Daumen hoch für euch, Daumen hoch für Sephiron. Geile Aktion. Heute gibt's ein Let's Battle, denke ich, noch. Heute Abend, 20 Uhr werde ich's hochladen. Muss ich nämlich noch drehen, das Ding. Da kam auch die Frage auf, wie ich meine Let's Battles und so aufnehme. Kann ich ja nebenher nochmal sagen. Ich habe die Elgato Game Capture. Jo, gibt's auch ein Video zu. Könnt ihr einfach mal suchen. Das kann man ja ganz leicht finden von mir. Und Leute, morgen geht's dann los mit Cameo. Weil meine beiden Projekte sind nun Call of Duty Classic und Cameo. Ich freue mich drauf. Daumen hoch für euch. Diesmal ein Daumen hoch von mir für euch. Geile Aktion, Leute. Wir sehen uns. Macht's gut.